Also nochmal Frage Nummer Hey, zwei. jetzt weiß ich, dass ich mit der Space-Taste auf Ausdrücke schon mal gut. Also Teil 2, Teil 2. Marco ist was? Nee, Marco nee, ist die Erde. Und was ist Marco sonst noch? Das ist einfach so. Marco ist die Gates. Ja, meine Güte, jetzt lass mich in Ruhe. Sie hier ihre Beine und sitzt quasi. Ja, es geht um die Beziehung zwischen Malkut und der Wali. Du wiederholst immer alles. Warum sitzt die hier mit gespreizten Beinen? Weil Malkut ist die Ge- Wie gesagt, es ist alles kabbalistisch. Alle diese Szenen. Du musst nicht mal weit suchen. Ich hab dir alle diese Dinge erklärt. Schau dir meine alten Videos an. Ich hab über Dutzende von Videos über nichts anderes gesprochen. Wenn du dich wirklich interessierst für diese Dinge, dann schau dir meinen alten Stoff an. Und sonst lass es. Mir ist es völlig egal. Ich verdiene nichts mit meinen Videos. Ich habe überhaupt nichts davon. Ich will dir nur etwas mitteilen. Mach das doch endlich. Dann wirst du alle diese Dinge verstehen. Hier, diese nice computergenerierte Erde mit der Hure obendrauf, mit der Hure Babylons obendrauf. Aha. Die Hure Babylon 666 ist auch im kabbalistischen Verständnis Bina. Ich muss was dazu sagen. Ich wollte jetzt sowas sagen, aber jetzt. Darf ich noch mal kurz diese... Das mitteilen. Dann wirst du alle diese Dinge verstehen, hier. Diese nice computergenerierte Erde mit der Hure obendrauf, mit der Hure Babylon. Die Hure Babylons. Wer ist die Hure Babylons? Weißt du es schon? Naja, aber der Rom. Das seid ihr alle, die ihr Geld benutzt. Tja, okay, das war also, wir haben ja den Heiligen Schein, den Heiligen Geldschein. So, er versucht zu gelten, ist aber eigentlich nur bedrucktes Papier, wisst ihr genau. So, und die Hure Babylon funktioniert halt auf reiner Illusion und ist keine Frau in dem Sinne, sondern einfach nur ein verführerisches Konstrukt im Geld. Die einzige Religion, die wir momentan haben, ist Geld. Wir leben im Superkapitalismus, das ist praktisch die Hure Babylon. So. Und da ist er dann mal ehrlich, komm. Nur weil eine hübsche Frau sich auf einer Erde regelt, klar, meinetwegen, ist es halt so. Das ist die Verführung immer. Und die ist immer da, die Verführung. So, auch vom Geld, wisst ihr selber. Ist obendrauf, die Hure Babylon 666 ist auch im kabbalistischen Verständnis Bina. Das ist das, was. Entschuldigung, ich bin ja etwas aufgebracht, aber ich habe es einfach satt. Sie präsentieren uns immer wieder diesen selben Scheiß. Und die Menschen, wer versteht das? Wer versteht das, was sie uns hier zeigen? Na ja, ich verstehe es schon. So, schauen Sie. Nicht so negativ. Hm? Du ziehst es ja wirklich böse negativ runter. Also ich verstehe es auch, aber halt nicht so negativ. Was ist das für Schrottmusik? Sowas hören Jünglinge, Kinder, Mädchen, Mädchen. Sie wissen nicht, was das ist. Sie himmeln irgendeinen Star an, der von der Industrie fabriziert wird, um all diese Geister zu fangen. Und Mann, ich hasse diese Welt. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Das merkt man schon ganz schön dolle, dass du die Welt hast. Gerade Tatütata auch noch vorbeigefahren, passt doch. Darum geht's. Man muss zu sich selbst und der Welt einen positiven Bezug haben, sonst kann man sich echt erschießen. So. Und wenn du kein Grundvertrauen hast, sozusagen in Gott oder in die Göttin, ich will es mal einfach sagen, nach dem Motto, wird schon alles gut, dann kann man natürlich in Hass verzweifeln, so im Welthass. Aber genau darum geht's. Wenn du Vertrauen sozusagen in Gott oder die Göttin hast, sollte dir das nicht passieren. Weil wir sind Natur. Haben wir das gesehen? Haben wir Notiz genommen davon? Wir schauen uns das nochmal an. Und die wirbelt da ein bisschen rum. Okay.
Okay, ich habe das noch nicht angesehen. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Und es steht in einer Linie mit allem, was ich dir sage. Falls du das hier irgendwie zuordnen kannst. Die Leute vom Blog können das. Naja, aber ich bin YouTube. Satans zu den YouTube-People. Na komm, ich muss dieses Video gar nicht mehr weitermachen. Wirklich, ich habe es satt hier. Es ist alles kabbalistisch. Fick diese Stars. Fick diese Welt. Doch, wir schauen jetzt doch noch weiter. Was interessiert? Was zeigen sie uns sonst noch? Haben wir schon gesehen? Oh, lovely, hier. Dieses Symbol. Das, oh mein Gott, aber... Das ist eine... das würde man sagen, das Sonnenhieroglyphe. Ach, das Sonnenzeichen. Das ist korrekt. Aber es ist ein Club-Symbol. Wir kennen das. Wer in der Schweiz durch die Altstadt läuft, in irgendeiner Stadt, das spielt überhaupt keine Rolle. Du wirst an den herrschaftlichen Häusern, an den Altstadthäusern, wirst du überall... Entschuldigung, ich rauche zu viel. Ja. Wirklich, ja. Punkt. Du wirst überall dieses Symbol sehen. Und das ist, ja, im großen Sinne ein Club-Symbol. Das ist ihr... Oh, ich werde gesucht. Moment. Am Samstag ist eine Techno-Party am Rhein in Düsseldorf. Falls du genaueres wissen möchtest, kannst du mich anrufen. Gruß Sabine. Ah, du ziehst es schon mal durch. Naja, ist doch schon mal durch. So, schauen wir weiter. Doch, das interessiert mich. Ich werde mich melden. Schauen wir weiter, was in diesem Video hier. Oh, she's so special. Oh, you're the people and sie ist der Star. Ja, die hat so ein Pferdeschwänzchen, oder? Oh, rip her head off. Nein, werde ich nicht tun. Aber ich kann das nachvollziehen mittlerweile. Ich bin nicht so veranlagt. Was? Ich kann das. Wenn Kate bei Alf putzt, ja, da hat die auch, obwohl die ganz wenig, ganz kurze Haare hat, hat die hinten so einen ganz kurzen. So ein Zopf gebunden. Wenn die Wäsche macht und gerade hier Willi und Alf verarzten muss, was ich nochmal erzählt habe mit dem Pferdeschwanz. Nachvollziehen. Es ist ihre professionelle Anzug, die langen Haare, wollte ich sagen. Boah, ich schreie jetzt schon rum und halte mich dennoch zurück. Schauen wir weiter. Trägt sie lila Hut. Ey, ist ja geil. Oh, der Coming. Oh, was geht jetzt ab? Ja, das ist aber cool jetzt. Ist das hier die zweite? Das ist geil. Delfine. Was zeigen wir uns jetzt noch? Nee, sieht erstmal so aus. Lange Haare, Weiber. Schön. Ja, ich switche nur noch durch. Schon gesehen. Könnt ihr einen Abzählen? Du bist ja wünscht. Schon gesehen, schon gesehen. Oh, lovely. Ja. Na? Hier, Frau Merkel im Einsatz. Ja, telling. Hier siehst du auch. So, sobald du die Geschichte kennst, das ist doch, die Strippenzieher, diejenigen, die dieses ganze Programm veranstalten, diesen Film, den ja aus Realität aufnehmen, die mediale Verbreitung. Eine Raute ist es ja eigentlich. Sobald du dir all dessen gewahr wirst, wirst du all diese Symbole auch erkennen. Und ja, weil ihr Körper nur mal diese Sache, diese Saturn, ist doch so. Wie machst du das die beweist sich selbst. Für denjenigen, der diese Sache verfolgt, der ein Augenmerk darauf hat. Weil, schau, ich muss nicht mal danach suchen. Ich habe gesucht. Ich bin auf YouTube. Populär auf YouTube gegangen, weil ich aus Erfahrung weiß, es wird mich nur einige Sekunden kosten und ich werde dort bereits den nächsten kabbalistischen Mist finden. Nämlich sowas hier. Ariane Grande, God is a woman. Ja, here we go. Ariane Grande. Fuck that. Ja, was will ich dir noch sagen? Schau mal weiter. Ich weiß, was ich dir noch sagen will.
Ich habe bereits in diesem Video, ich habe rumgeschrien und alles, Entschuldigung. Aber ich habe dir jetzt in komprimierter Form so viel mitgeteilt, wie sonst in 100 einzelnen Videos. Aha. Ich auch. Das ist schön. Okay, und fokussiere mich, Jüngling, fokussiere nicht auf diese Stars. Es geht nicht um diese Stars. Das sind Puppen. Das sind Werkzeuge für die Industrie. Die dienen. Niemand kann machen, was er will in dieser Industrie. Sie alle dienen. Und solange sie dienen, kriegen sie den Cash und den Fame und all das. Star in your own universe. Fame heißt die Berühmtheit, die Bewunderung der Menschen. Oh. Die kriegen Macht. Oh. Sag, ich werde berühmt. Und, und wenn du dich dafür interessierst, woher die Macht in dieser Welt kommt, dann lies es nach im Evangelium. Hey. Lies es nach im Evangelium. Dann wirst du erfahren, wer der Machthaber in dieser Welt ist. Thomas Evangelion, ja, das kannst du sagen. Und wem alle diese Leute dienen, nicht nur die Stars im Popzirkus, ich rede auch von Politikern, ich rede von allen, den Leuten, nach denen Straßen benannt sind. Ich rede von den Leuten, von denen du in den Medien liest, die lobend erwähnt werden, die gehypt werden, Bands. Ja, eben Musiker. So was von neidisch. Die alle die. Wer nicht dient. Der ist so traurig, dass der nur die Abonnenten hat. Oh. Und wer überhaupt nicht dienen will, der wird auch mal zum Monster hochstilisiert. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich mache mir einen Spaß auf die Geschichte. Ja. Obwohl es tragisch ist, das sehen wir jetzt. Wow, what is that? Oh, jetzt kommt der Rachegott, oder was? Tor mit Mikroäußer. Die linke Seite gibt die Power, das ist so richtig, ey. Oder was? Power Glove, die hat einen Power Glove an. Was ist das, Power? Power Glove. What? Ein Power Glove. Was ist ein Power Glove? Ein Glove ist ein Handschuh. Oh. Wenn du das jetzt unbedingt wissen willst, dann gebe ich das jetzt hier ein. P-O-W-E-R-G-L-U-V-E. Das ist ein Power Glove. Hier, guck. Jetzt zum Totschlägerhandschuh, oder was? Nee, das ist eher so computerspielmäßig, wisst ihr, sowas wie. Na, so ein ist geil, so ein Elektronikteil, wo du dann ja, Funktionen hast und dann dich beamen kannst und keinen anderen Power Glove eben. So wie so ein Cockpit zum für die Hand überziehen. Ah, okay. Ah. Nochmal ein Fing. Sowas hat die hier in dem Video gerade an. Power Glove. Da steht ja Power drauf. Trample on Snakes. Sieht doch ein bisschen aus wie so ein Dingsbumshelm. My name is the Lord, hat sie gerade gesagt. Entschuldigung, ich fürchte, ich muss dieses Video beenden. Ich werde nur. Was will ich dir noch sagen? Es ist alles kabbalistisch. Na, also die Katzenaugen. The Cat. Yeah. Die Katze. Du sagst ja, ne, ich bin hier, ich bin wie eine Katze. Ne? Ich komme ja, also ich komme freiwillig, also ich bin eine Freigängerkatze. Ich komme freiwillig, wenn ich mag, und bin werte das Raumklima auf. Ja, Meister. Bin inspirierend, bin eine Muse und tue gleichzeitig noch Putzen. Repräsentiert. Der mit dem Putzen haut nicht so ins Hin. So, meine Art. Female Energy, die weibliche Energie. Cool. Und guess what? Weibliche Energie ist im kabbalistischen System die negative Energie. Ach, und die negative Energie kommt von Bina, Saturn. Bist du eigentlich Single? Stehst du auf Männer? Schau. Was hast du denn hier in Weibersachen da? Sag mal, warte. Wieso soll die negativ sein? Das ist wie bei einer Batterie, da ist ein Plus- und Minuspol, anders geht's nicht. Boah, das wäre ja bescheuert. Da ist negativ genauso auch positiv. Das ist vollkommen irrelevant, welche Bezeichnung das hat. Boah, das ist das. Alles, was sie dir in diesem Video, ich werde es mir jetzt nicht mehr weit ansehen, weil das Video dauert schon zu lang. Alles, was sie dir in diesem Video zeigen und in allen Hollywood-Filmen und in allen anderen Videos und in allem, was populär ist und in irgendwelchen Fußballmannschaften, die aus Höhlen gerettet werden, all das ist kabbalistisch. Es ist ein verdammter Zirkus, den es aufführt. Das ist nicht kabbalistisch, das ist kapitalistisch. Bazooka-Circus hier unten.
Und weil hier auf YouTube ohnehin niemand versteht, wovon ich rede, bin ich froh, dass das mein letztes Video ist. Und ich verabschiede mich jetzt dennoch dankend für manche, die mir Aufmerksamkeit gewidmet haben. Ich habe das an gewissen Kommentaren gemerkt. Es gibt immer einige unter den vielen. Und alles, was ich mache, richtet sich eben an einige unter den vielen. Und ja, ich möchte diesen einigen danken für ihre Aufmerksamkeit. Und ja, verabschiede mich hiermit. Genug von diesem Video. Ich verabschiede mich jetzt von YouTube. Ciao, bis... Nein, nicht bis bald. Ciao. Tschüss. Das nächste Video mache ich mal. Also so wie er da aussieht, hast du ja danach noch Videos gemacht. So. Dann werden wir uns noch hinziehen. Aber vom Video machen ist eine andere Sache. Ehemals nochmal zusammenfassen von meiner Seite. So, okay, also warum soll Gott nicht eine Frau sein? So, ich sage auch, Mutter Natur ist praktisch eigentlich die Göttin. So, ganz einfach, weil es funktioniert. Aber die Frauen bekommen die Kinder und dadurch stirbst du nicht aus. So, also die Menschheit wird nicht aussterben. Das oberste Gesetz ist nun mal Liebe. So, das ist das alleroberste Gesetz und zu Liebe gehören Triebe und Sex und Vermehrung. Jede Pflanze, die dich anschreit mit ihren Blüten, will eigentlich perversen Sex mit einer Biene. So, einfach ist es. Alles in der Welt, in der natürlichen, gottgegebenen Welt, geht es um Sex. So. Und dadurch, praktisch, ist es doch klar, dass eine Frau, die halbwegs, also die hübsch ist, nehmen wir mal zu, die Frau ist wirklich hübsch, so, wird zum Star, was auch immer die dafür leisten muss, wahrscheinlich auch viel sportliche Aktivitäten, sagen wir, in dem breiten Spektrum. Ich denke mal, dass sich so eine hübsche Frau auch hochschlafen können. So, wäre ja schlimm, wenn nicht. So. So, und dann sind die halt 2 Jahre aktuell, fupp, und dann werden sie halt wieder losgelassen. So, einfach ist es, und meist kommen sie halt nicht klar. So, nochmal zu Ruhm. Du hast ja jetzt hier praktisch auch begriffen, dass du sozusagen eigentlich Aufmerksamkeit brauchst. So, dass man dich vielleicht schwer versteht, dass Leute einfach mit deinen Inhalten nicht viel anfangen können, außer die einigen wenigen. So, das bedeutet praktisch, jeder braucht auch diese Form der Liebe, Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit können wir Menschen nicht klarkommen. So. Deswegen tust du das ja, deswegen hast du ja auch nicht aufgehört. So, und dass die Leute praktisch, gerade so eine hübsche Mädels, sagen wir, sich gerne dafür bezahlen wollen lassen, praktisch, dass sie auch nach Ruhm bekommen, zu den obersten 10.000 gehören und so weiter, ist doch emotionell sogar ziemlich gut nachvollziehbar. Ich würde dafür nicht meine Seele verkaufen. So, vielleicht haben die das ja. Das ist die einzige Frage, ob sie ihre Seele verkauft haben. So. Aber ansonsten ist das praktisch ein wichtiger menschlicher Inhalt, sagen wir mal, verstanden zu werden und berühmt zu werden auf eine gewisse Weise. Ist, niemand will von niemandem gesehen werden, außer die ganz Hardcore-Depressiven. Jeder braucht seine Aufmerksamkeit. Und wenn man halt berühmt ist, hat man eben besonders viel Aufmerksamkeit. Oh, das ist nun mal das Game, was auch in uns drin steckt. Gut, wollte ich einmal jetzt abschließend dazu noch sagen. Sayonara. Ja. We gotta stand up.